Axel fährt weg, wie jeden Freitag bei uns. Axel, wo fahren wir denn diesmal hin? Axel Halbhuber, hallo. Hallo. Hallo, du hast Begrüßen schon fast vergessen. Macht ja gar nichts. Aber wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir hin? Ja, wo wollen wir denn hin, ist die Frage. Puh, ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weiter weg. Also, wenn wir ein bisschen weiter weg fahren, dann hätten wir im Angebot das Sultanat Brunei. Das ist ja weit, weit weg auf der Insel Borneo. Da, wir wissen, Indonesien, Malaysien. Ein ganz, ganz kleiner Staat, der viel Ölreichtum, dafür ist er bekannt, aber eben auch sonst sehr viel zu zeigen hat. Sehr viel Reichtum, aber auch sehr viel zu entdecken. Das wäre unsere Ferne. Ist der touristisch sehr ausgebaut, also dieser Staat? Nein, da kann man schon noch, also da kommen jetzt nicht so viele hin. Das ist jetzt nicht das Bali oder so, wo alle möglichen hinreisen, sondern da kann man sozusagen noch sich wichtig machen nachher am Stammtisch oder am Ostertisch vor den Freunden und Familien. Beim Sultan, einer der reichsten Menschen der Welt. So ist das. Ja. Irgendeine große Yacht hat er, aber die wird man vielleicht eher nicht, aber den Rest halt. Den Rest. Europamäßig? Europamäßig haben wir uns diesmal sehr stark, und darum geht es mir ganz besonders, gerade ums Zugreisen. Ich bin irgendwie jetzt so viel hin und her gefahren mit dem Zug, dass ich viel über das Zugreisen nachdenke. Und insofern haben wir uns die Night-Chat-Verbindung nach Genua angeschaut. Man kann mit einem Nachtzug nach Genua fahren. Und haben uns Genua angeschaut und sind alle biff, baff, buff überrascht, wie super Genua ist. Weil, sind wir uns ehrlich, wenn man jetzt die italienischen Städte alle rein würde... Fällt der Genua nicht als erstes ein. Nein, also ich meine Rom, Florenz, Neapel, was es nicht alles gibt. Ja. Aber Genua nicht. Und ich muss ehrlich sagen, also sowohl ich als auch die Kollegin Dani Kittner, die mit dem Zug dorthin gefahren ist und sich das angeschaut hat, wir sind alle der Meinung, Genua ist völlig zu Unrecht eine so selten besuchte italienische Stadt, würde ich unbedingt machen. Wie lange fährt man hin mit dem Zug? Naja, die ganze Nacht, kann man sagen. Also du fährst halt am Abend weg. Ja. Deswegen Nightjet. Man fährt am Abend weg und kommt da in der Früh an. Und dann, das Lässige mit diesem Zugfahren ist natürlich, dass man, wie soll ich sagen, einfach, man sagt ja gerne, die Seele hat Zeit mitzureisen, was im Flieger oft nicht so ist. Umwelt- und klimatechnische Gründe sowieso, aber ich behaupte auch, es hat dieses Zugfahren so einen eigenen Twist, weil man Menschen trifft, ich meine, das will man nicht immer, man muss ja auch nicht, aber man kann Menschen begegnen, die man im eigenen Auto eher begegnet. Ja, ja. Im Flieger ist alles immer so hektisch. Ich reise ja im Zug meistens mit zwei Mitreisenden, die meinen Nachnamen tragen, aber mich noch immer nötigen, in der Family Zone zu sitzen. Oh. Ja, da denkt man dann über. Das ist das Ruhigste. Das ist schon auch zwischendurch ruhig, aber es passieren eigenartige Dinge. Ja? Also man bekommt Erziehungstipps von anderen Eltern, die man gar nicht erbitten hat. Oder? Letztens bin ich wirklich gefahren, hat eine Frau dann zu mir gesagt, ihre Kinder können schon die Schuhe ausziehen. Aha. Habe ich sie angeschaut, sage ich, stimmt. Woher wissen Sie das? Sie kennen sie ja gar nicht. Also ich kann mit sowas ganz schlecht. Aber gut, zurück zum Thema. Das Zugreisen, das Zuganreisen ist immer interessanter. Es ist bummvoll zwar, man muss viel reservieren, aber ich kann es nur jedem mal empfehlen. Wird es auch komfortabler, ist die große Frage. Ich würde nicht sagen, dass Zugfahren unkomfortabel ist und es war auch nicht unkomfortabel. Die Frage ist halt immer, wie verfügbar ist es und wie voll ist es? Und man muss ehrlicherweise sagen, dass viele Destinationen einfach bummvoll sind, da muss man reservieren. Da wird viel getan, die sagen alle, sie machen, aber viele eingefleischte Autofahrer kriegst du nicht auf den Zug, besonders in Österreich. Wir sind die Woche auch an den Traunsee gereist. Wollte gerade fragen, so ja, innerhalb Österreichs? Genau, wir sind auch an den Traunsee gereist. Für uns Georg Markus, der große Georg Markus, große Geschichts- und Historiker, Schreiber bei uns im Kurier, ist zum Traunsee gefahren, hat natürlich jede Menge Anekdoten dort ausgegraben über die Komponisten, die dort gewirkt haben, wo die gewohnt haben, welche Liebschaften, die hatten. Ich habe erfahren, dass also dort Künstler, ich verrate jetzt nicht wer, ihre Frau in Flagranti erwischt haben. Mit einem Maler. Also muss man nachlesen. Der Künstler lebt noch, oder? Nein, der Künstler lebt nicht mehr. Schönberg, also 12-Ton-Musik, hat also seine Frau mit einem 25-jährigen Maler dort entdeckt. Aber sie ist dann bei ihm geblieben. Und der Maler hat sich umgebracht, was finde ich ist ein bisschen traurig, aber auch aber so kommt das halt, wenn man so. Aber man muss ja am Traunsee halt so nicht Suizid begehen. Man kann nur hinreisen. Also das haben wir auch. Auch da lohnt sich natürlich die Zuganreise. Wir
um das auch zu sagen, wir waren auch in Palma und haben uns dort viel Geschichte angeschaut auch. Ja, also ein buntes Programm wie immer. Und zum Essen gibt es auch was. Ja, was denn? Weißt du, was jetzt alle verkochen müssen? Bärlauch. Nein. Sicher? Nein, was haben wir alle gekriegt jetzt, gestern und heute? Ach so, die Schoko-Osterhausen. Nein, die kriegen wir erst am Sonntag. Wir haben an diesem Wochenende viel zu viel hartgekochte Eier am Schluss. Eier, natürlich. Jeder kriegt hartgekochte Eier. Und ich meine, was macht man mit 15 hartgekochte Eier? Ein Eiersalat. Ein indisches Eiercurry. Wow. Wow, sag ich dir. Also sagen dir die Reise- und Genussseiten im Kurier. Du bringst mir ja immer was mit und ich muss feststellen, du bringst mir was mit, was du mir schon mal mitgebracht hast. Ja, aber du hast so eine Freude gehabt. Außerdem hast du mir erzählt, dass deine Mama gefunden hat, dass dir diese Schals sehr stehen und Mama, die Farben so schön sind. Mama Schachinger hat gesagt, das sind sehr schöne Farben. Richtig. Und nachdem Mama aus irgendeinem Grund beim Reisen jetzt ständig solche Schals zu kaufen gibt, ich weiß gar nicht warum, aber es ist so und ich habe mir gedacht, ich bringe dir wieder sowas mit. Ich bin sehr erfreut darüber. Ja, es steht ja auch. Ich meine, schon, oder? Ich habe das Gefühl, diese Schals wurden gemacht für Marcel Schachinger. Wirkst du ein bisschen aristokratisch dadurch, oder? Ja, wenn du das glauben möchtest, gerne. Axel, vielen Dank. Wir schauen rein am Sonntag in den Kurier. Dankeschön. Danke.